Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen und ich beginne die Folge mal wieder mit einem lustigen Megastau. Schaut euch das an. Wahnsinn hier in Neuerswerda. Und diesmal ist das schon ein bisschen problematisch, das zu verhindern, weil es sind offenbar die Fahrzeuge, die hier in dem Depot waren oder in dem Gebäude waren, das abgebrannt ist und jetzt nicht automatisch mehr zurückfinden, glaube ich zumindest, dass es so ist. Und offenbar fahren sie jetzt auch nicht mehr weiter. Warum? Doch, jetzt fahren sie los. Genau, der auch, der auch, der auch. Und jetzt müsste sich das Ganze langsam auflösen. Das betrifft jetzt sämtliche Schneeflüge. Und ich weiß nicht, wie man dieses Problem verhindern soll, ehrlich gesagt. Na, das ist das Dilemma, wenn jetzt ein Gebäude abbrennt, die Fahrzeuge sind unterwegs und dann haben die keine Heimat offensichtlich mehr. Was eigentlich doof ist, ne? Die müssten, das Gebäude ist ja selbst noch da als Bauauftrag. Aber offenbar geht das nicht, dass sie das quasi als neue Heimat zugeordnet bekommen. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie diese gesamten Fahrzeuge hier finden und ihnen sagen, wo sie jetzt hingehen sollen. Haben wir das hier schon gemacht? Ja, ne? Genau, bei dem ja. Was gibt's da? Heizungsproblem? Ah ja, natürlich. Landenburg. So, Die fahren jetzt trotzdem alle nochmal tanken. Wie finden wir die jetzt? Wie machen wir das? Ich würde die am liebsten alle einmal verkaufen und neu kaufen oder so. Es ist echt ein Dilemma. So, aber die offenbar kennen ihre Heimat. Komisch. Naja, das hat sich jetzt hier, wie es aussieht, aufgelöst. Und Treibstoff, ich hoffe, die Zuordnung ist nicht auch verloren gegangen. Aber es sieht ganz so aus, oder? Das VZ hat... Oh, das ist ja unangenehm, dass die VZ-Zuordnungen dadurch auch verschwinden. Das ist ja super unangenehm. Okay, jetzt fehlen, glaube ich, noch zwei, so wie es aussieht, die irgendwo noch unterwegs sind. So, hier gibt es immer noch einen Stau. Es gibt nämlich das gleiche Problem, kann ich mir vorstellen, auch hier. Weil auch hier ist ja ein Gebäude abgebrannt. Ah, und auch hier muss ich nochmal wieder klicken und auf hohe Priorität setzen. Ich kann nur hoffen, dass hier diese ganzen Zuordnungen, die Büroaufgaben, dass er die sich gemerkt hat, aber ich fürchte nicht. Dann habe ich ein echtes Problem. Da muss ich in den alten Spielstand reinschauen. Dass man da jetzt nicht irgendwas vergisst, was man hier eingestellt hat. Okay, das ist super nervig. Da wünschte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Komfortfunktion. Na gut, werde ich erstmal abwarten. Vielleicht ist es ja sogar. Klar, ein Brand muss natürlich auch wehtun, aber gerade in so einer komplexen Volkswirtschaft, da im Nachhinein noch zu rekonstruieren, wo das jetzt alles wie beliefert hat, boah. Das ist schon der Hammer. Okay, aber wir sind jetzt hier... Warte mal, was haben wir hier noch? Also es ist Potsdam Nord, Heizungsproblem. Das dürfte aber nicht der Fall sein. Warum? Okay, hier gibt es noch ein kleines Problem. Hier ist nämlich noch kein Strom. Das ist sowieso doof. Da würden wir, glaube ich, mal das ganze Ding komplett schließen. Weil das wird von hier aus versorgt. Kindergarten reicht wohl gerade so noch. Aber das Ding, das geht eben nicht. Ja. Auch die Häuser. Auch das hat noch kein Problem. Elektrizitätsproblem wird mir angezeigt. Fußball. Ah ja, okay. Ja, 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 ist klar. Das ist jetzt hier das Nachtstromproblem. Ah, um das man sich auch mal irgendwann kümmern müsste. So, aber warte mal. Ich wollte hier nochmal kurz prüfen. Mich wundert, also diese Häuser haben, glaube ich, auch keinen Strom, ne? Aber es scheint irgendwie kein Problem zu sein. Doch, der bezieht Strom von dort. Ne, hat aber keins. Von dort. Okay, alles klar, das reicht offensichtlich. Dann können wir aber die jetzt auch schon bewohnbar machen. Mhm. Nur das hat keinen Strom, dann lassen wir das mal so. Das Heizding hat auch noch keinen Strom, aber
Das scheint zu funktionieren. Gut, 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 gut. So, wie weit ist diese Geschichte? Oh, das ist fast fertig, Leute. Da könnten wir vielleicht sogar abwarten. Ach ne, es sind im Moment keine Arbeiter da. Weil dann könnten wir die Sache nämlich hier starten mit den Privat-PKWs. Wäre auch sehr interessant. Aber das machen wir dann später. Wir gehen jetzt nach Neueswerda, weil hier gibt es ja ein echtes Feuerwehrproblem, wie wir gemerkt haben. Hier müssen wir reagieren. Und insgesamt gibt es hier auch mehr Probleme. Ich habe ja, eigentlich war ich relativ beruhigt, weil ich gesehen habe, 129 Arbeitslose, vorhin war es 250. Das müsste doch eigentlich reichen. Ich habe inzwischen aber einen Verdacht, und zwar folgendes Problem. Wir sehen, wenn wir hier raufgehen, sehen wir dramatische Probleme. Kein Essen, kein Fleisch und kein Kindergarten. Kein Essen, kein Essen? Wieso kein Essen? Die müssten doch eigentlich hier reinkommen. Hier ist Essen. Wieso können die sich kein Essen holen? Das verstehe ich nicht. Das ist für mich völlig unverständlich. Die gehen hier einfach ins Einkaufscenter. Na gut, das könnte schon sein. Wir müssen auf jeden Fall hier mal noch weiter erhöhen. Wir sehen, das Problem ist, das Ding ist zu klein. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das müssen wir unbedingt angehen. Und aus dem Grund habe ich überlegt, dass wir hier noch ein Einkaufszentrum in die Nähe der Leute machen, die hier wenig Fleisch und Essen bekommen. Aber es gibt noch ein zweites Problem, und das ist das Versorgungszentrum. Das ist ja die erste Stadt gewesen, und da haben wir das alles viel zu klein geplant. Schaut mal, hier sind die völlig überfordert. Völlig überfordert. Wir brauchen ein zweites. Definitiv. Und ich würde sagen, damit starten wir sogar mal. Oh, mal wieder ein Absturz seit langem. So, da bin ich wieder. Ich hatte Gott sei Dank nicht viel verloren, weil ein Autosave noch gespeichert wurde. Und ich versuche es einfach nochmal. Ne, ich versuche es nicht mal. Ich mache es mal per Hand jetzt hier. Und hole mir ein kleines Verteilzentrum. Da haben wir es. Verteilungsbüro. Und ja, eigentlich müsste es hier in der Nähe sein, weil hier sind die entsprechenden Lager. Hier in der Nähe ist aber wenig Platz, außer vielleicht... Ich würde gerne zwei nebeneinander platzieren, aber das könnte schwierig werden mit dem Weg da hinten. Das wäre aber ideal, weil dann würde ich eins nur für Fleisch nehmen und eins noch allgemein. Naja, wobei. Ein großes wäre noch besser, aber ein großes kriegen wir sowieso hier nicht gar nicht mehr hin. Vielleicht können wir den Weg kurz mal entfernen. Rein platzmäßig. Schaut mal, hier wäre Potenzial, so wie es aussieht. Straße müsste dann hinkommen. Ich bin aber noch im Rubelbau. Na, ich denke, wenn wir das VZ quasi verdoppeln, dann sollte das schon reichen. So. Da kommt das hin. Und ja, ich hoffe, das wird dann schnell gebaut. So, und dann müssen wir auf jeden Fall ein Einkaufszentrum hier noch platzieren. Ganz wichtig. Ich würde sagen, hier ist ein guter Ort dafür. Das müsste dann anständig erreichbar sein. Schauen wir mal. Nehmen wir hier... Ja, was haben wir hier? Lebensmittelmarkt. Der ist klein und überschaubar. Das ist das Einkaufszentrum selbst. Kleines, 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 kleines. Das ist hier das normale Kleine. Das ist schon wieder ein bisschen zu groß. Das könnte man natürlich hier platzieren. Wäre immer noch ganz gut erreichbar von allen Seiten. Ja, aber ich glaube, das nimmt am meisten Druck mit raus. Die Frage ist, wollen wir da gleich ein Fleischlager haben? Das haben wir bei den anderen nicht. Aber ich denke, gerade angesichts der Probleme, die wir haben, wäre genau so ein Fleischlager das, was wir hier bräuchten. Okay, dann platziere ich das jetzt so. Und wir planen hier eine Straße. Dann planen wir ein Fleischlager hinten dran. Ein kleines
Können wir das spiegeln? Ja, so ist es perfekt. Und dann brauchen wir allerdings unbedingt noch Fußgängerweg darüber. Der ist eigentlich ganz praktisch, wenn der gerade durchgezogen werden würde. Aber wir lassen erstmal den. Ah, schaut mal, wir haben hier offensichtlich auch keine Müllcontainer. Das ist ja auch noch ein Thema, ne? Oh ja, da müssen wir auch nochmal nachlegen. Das kriegen wir hin. Lassen wir erstmal das. Obwohl, da ist eins. Aber hier brauchen wir auch eins. So, wir brechen mal den ab. Auf der anderen Seite kämen die im Moment auch raus. Machen das relativ eng hier vorbei. Erstmal bis hier. Führen das dann dorthin. Hier geht's raus. Und ja, das ist schon okay, würde ich sagen. Die können ja dann hier auf dem Fußweg weitergehen. Geben das erstmal in Auftrag, aber weil das hier schon gebaut war, ist das ein Ersatzbau. Und dann würde ich aber schon gerne nochmal Container dort mitnehmen, die wir dann einfach hier gegenüber platzieren. So, und hier drüben bist du in Containerreichweite? Nicht? Okay. Ist ja ein Ding. Auch eine Nachlässigkeit. Warte mal, die marschieren da raus. Die müssten da auch ganz gut hinkommen. Zu dem neuen Einkaufszentrum. Halt, da brauchen wir natürlich noch einen weiteren Fußweg, der noch da hinführt. Und um denen das noch zu verkürzen, den Weg, könnten wir hier noch was bauen. So. Das mündet dann hier einfach. Obwohl, das können wir einfach mal so durchziehen. Das kann dann auch einfach verknüpft werden und das lassen wir aber hier nochmal enden, weil das dann noch der schnellere Weg ist. Hier machen wir auch einen Weg mit dran, da auch. Sehr schön. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir das hier und das. Und das auch. Gut, aber das war immer noch nicht alles, weil ich wollte ja hier noch einen Müllplatz bauen. Und ich würde sagen, das machen wir so, dass wir den geradeaus hier auf der anderen Seite platzieren. Und den kopiere ich mir auch raus von. Hier hatten wir doch gerade einen, genau. Einfach so gerade durch. Und natürlich muss der Fußweg da noch wieder einmünden. Und der Teil ist Rubelbau. Der auch. Warte mal. Habe ich da einen falschen Fußweg genommen? Machen wir das bitte so. So muss es sein. Okay, der wird dann nach hinten weitergeführt. Dann kommen dort alle hin mit ihrem Müll. So, das ist jetzt das eine. Bitte informiert mich, wenn das hier fertig gebaut ist. Ebenso wie das hier. Produktion, das ist wahrscheinlich Flugzeugbau, wir werden sehen. So, jetzt haben wir das erledigt. Das Problem wird sich, glaube ich, dann lösen. Vor allem auch, wenn wir dieses zweite VZ haben. Auch hier bitte ich um eine Information. Das nächste Problem ist das Thema Feuerwehr. Mir gefällt das hier nicht, dass die da hinten ist. Feuerwehrleute 5, das ist auch erbärmlich klein. Wir brauchen einfach noch eine zweite große Feuerwehr, idealerweise in Reichweite der Wohnungen. Und da habe ich eine Idee, und zwar, indem wir das hier platzieren, neben das Einkaufszentrum, sodass wir hier einen Fußweg hinten zu den Wohngebäuden schaffen und dann ist das kein Problem. Und ich glaube, wir kriegen hier sogar noch einen Hubschrauber-Landeplatz hin und das ist eine deutliche Verbesserung, weil dann gibt es einen weiteren Hubschrauber für Neuerswerda. So, ein weiteres Gebäude brennt. Auf
Fleischlager Ölsnitz. Na, mal sehen, ob die Feuerwehr da besser aufgestellt ist. Pass auf, aber wir gucken mal, welche Größe hier hinpasst. Notfall, Feuerwache. Passt eine mit? Nee, können wir direkt vergessen. Die kleine ist schon okay. Ist das dieselbe mit den 5? Ja, ne, das ist dieselbe, ne? Ja, aber es, ich denke, das ist auf jeden Fall besser, wenn das erreichbar ist und dann funktioniert das auch. So, wir machen die so weit wie möglich hier links rüber und wir müssen da unten die Straße wahrscheinlich erneuern. Die brechen wir mal kurz ab. Ich pausiere mal, weil das ist wichtig wegen der Versorgung. Ist ja sowieso schon in der Stadt hier alles ein bisschen schwierig. Also, kleine Feuerwache. So, jetzt ist die Frage, kommt die andere Straße dann noch irgendwie hin? Geht das oder geht das nicht? Fragen über Fragen. Wir versuchen es einfach. Ich platziere das mal. Und dann, na, das sieht so aus, als ob die Straße da nicht hinpasst. Damit habe ich nicht gerechnet. Geht tatsächlich. Dann werden wir das mit Rubel bauen, das mit Rubel bauen. Und gucken jetzt mal, ob ich recht habe, dass wir noch einen Hubschrauberlandeplatz quasi in Reichweite platzieren können. So, das passt. Ja, warum? Ist das in Reichweite? Gilt das als angeschlossen? Zeigt er mir jetzt nicht an, ne? Kann man überhaupt an dem Ding einen Hubschrauberlandeplatz haben? Ich weiß nicht. Wir versuchen es. Wir versuchen es einfach. Bitte benachrichtigen. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch den Fußweg ändern, weil der muss von hinten da natürlich hineinführen. So, und idealerweise verlängern wir das einfach. Und hier nach da. Und bin. Okay, das. Ja, so geht's. Sehr schön. So, das Stück existierte schon, deswegen bauen wir das neu. Und ich sehe gerade, ja, eigentlich müssten wir alles hier mal auch erneuern. Auf die Lampengeschichte eigentlich, ne? Das könnte hier überhaupt in diesem Ort noch ein echtes Problem sein, allgemein, dass die dadurch zu langsam sind. Das wird natürlich für die Nachtstromprobleme dann nochmal bedeutender, aber wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Wir geben dem hier mal einen Modernisierungsschub. Naja, dadurch sind die Fußgänger deutlich schneller unterwegs und das kann dann schon was ausmachen. Also auch das eine Maßnahme zum Brandschutz gewissermaßen. Das ist ja aktuell. Das könnte auch ein Thema sein, warum die keinen zu essen bekommen, weil die da irgendwie ja, zu viel Zeit bei langen Wegen irgendwie verschwenden. Ich weiß es nicht. Ach so. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier schon wieder eine Möglichkeit, wo ich irgendwie mit dem Rahmen alles modernisieren kann. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache das. Das ist ganz schön viel, ne? Was hier noch vor mir liegt, wenn ich das wirklich durchziehen will. Ah, das mache ich vielleicht mal auf Cam. Ich bin gerade so ein bisschen im Fahrt. So. Da haben wir es schon hier und da gemacht. Okay, hier ist echt viel Fußvolk unterwegs. Da ist es auch schon hervorragend. Park wird auch gut angenommen eigentlich.
ich, ne? Das sehe ich gerade. Schön. Ich kann nicht aufhören. Ich bin süchtig. Aber ich höre gleich auf. Ja, gut. Aber warte mal, gibt's hier... Ah, schaut mal, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das so zu machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, krass. Okay, wie blöd von mir. Ja, davon wird man nicht so süchtig. Aber es ist natürlich super effektiv. Okay, krass. Ja. Da habe ich wahrscheinlich jetzt einige wieder extrem getriggert. Aber nehmt es mir nicht übel. So, sehr schön, dann haben wir das alles modernisiert. Man muss ja auch manchmal sehen, was da eigentlich für eine Arbeit hintersteckt. Ja, Feuerwehr läuft, ne? Genau, das läuft. Da haben wir das. Perfekt. So, dann hoffe ich mal, dass das hier alles was wird. Auch hier möchte ich bitte informiert werden, weil das ist jetzt noch ein heikler Punkt mit dem VZ. Es kann sein, dass jetzt schon ein wesentlicher Teil unserer Versorgungskette dadurch unterbrochen ist. Das ist nämlich VZ Nahrung Neueswerder Stralsund. Ne? Das ist nicht unwichtig. Aber ich fürchte einfach, dass ich hier mit der Bezeichnung nicht 100% aktuell war, dass die möglicherweise noch andere Städte beliefert haben. Das könnte halt sein. Das muss ich irgendwie versuchen nachzuvollziehen, was hier genau passiert ist. So, wir checken mal kurz, ob wir was Dramatisches verpasst haben. Produktionseinstellung, das ist wichtig, dass wir hier eingreifen. Als erstes wollen wir den Hubschrauber nach Potsdam bringen. Dort ins Krankenhaus. So. Bitte schön. Der dürfte jetzt selber da losfliegen. Und ab jetzt können wir dann eigentlich für den Verkauf wieder produzieren. Und zwar nicht stoppen und direkt die fertigen Fahrzeuge verkaufen. Ja. So, das wäre das. Haben wir hier schon wieder irgendwie... Jetzt muss ich bei Stau, bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, das ist so ein Bug. Es gibt bei manchen Baustellen jetzt leider einen Bug, dass er mir das als Stau anzeigt. Hier passiert halt auch nichts. Eigentlich warten die auf 7,1 Tonnen. Genau die hat er dabei. Aber er lädt sie nicht ab. Das ist, glaube ich, ein Bug, der aktuell drin ist in der Beta-Version. Da muss man dann, glaube ich, leider per Hand zurücksetzen. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, sie erwischen den. So, jetzt aber spannend. LKW-Laderampe ist beendet worden. Das ist wirklich spannend, weil jetzt werden wir gleich erfahren, schade, dass der Bau hier nicht so gut gelaufen ist, ob das jetzt irgendwie klappt mit den Fahrzeugen. Also. Nee, ich kann hier keine Fahrzeuge auswählen. Das ist doch verflixt. So, er bringt schön Fahrzeuge. Das Ding ist sowieso voll. Im Übrigen tatsächlich geht die Schranke auf, wenn er drin ist. Aber wie kriege ich diese Fahrzeuge hier raus? Das kann doch nicht wahr sein. Also das Einzige wäre natürlich, dass ich eine Linie mache und dann die einzelnen... Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass ich eine Linie mache, der fährt immer rum und beliefert die einzelnen Autohändler. Das ist natürlich irgendwie ein dämliches System, aber das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ich kann es überhaupt auch nicht begreifen. Warum ist das nicht kompatibel? Warum kann man das nicht nehmen als Quellgebäude? Das ist doch ein ganz normales Lager. Geht doch mit anderen Lagern auch. Aber ihr werdet sicher in den Kommentaren da vielleicht eine Lösung schon haben. Ich würde sagen, ersatzweise
klären wir das mal mit diesem Liniensystem. Dazu muss ich aber jetzt herausbekommen, wo eigentlich jetzt überhaupt Autohändler sind. Okay, da haben wir nur zwei, das ist ja überschaubar. Das heißt, wenn jetzt zwei Fahrzeuge so eine Linie fahren und die halten halt nicht irgendwie warten bis entladen, sondern fahren halt immer rum, dann müsste das eigentlich gehen. Das Blöde ist, dass ich das Fahrzeug jetzt erstmal in ein Depot schicken muss. Oder wir lassen das mal da, weil vielleicht funktioniert es ja doch irgendwo und dann steht das da schon. Offene Ladefläche, kaufen wir mal zwei davon und sagen, bitte hier hinfahren. Schaut mal, da kann er das beladen, ne? Es ist lächerlich. Fahrzeuge beladen, da hinfahren, Fahrzeuge entladen, da hinfahren, Fahrzeuge entladen. Das war's schon. Start. Das Ganze kopieren auf den. Start. Ja, wir können das noch Linienabstände machen. Ist wahrscheinlich eigentlich irrelevant, aber vielleicht auch ganz nett. Und jetzt beobachten wir mal, was jetzt passiert. Also das könnte jetzt der Start des privaten Pkw-Verkehrs in Potsdam sein. Das ist auch ein Meilenstein. Aber erstmal muss getankt werden natürlich. Interessant, dass die auch die Fahrspur benutzen, wenn sie geradeaus fahren. Das ist ja ziemlich merkwürdig. Warum? Der Nachteil dieser Fahrzeuge könnte sein, dass sie doch relativ langsam sind, oder? Am Berg ihre Probleme haben? Nö, 92 km/h ist eigentlich ganz gut. Beschleunigung ist wahrscheinlich nicht so toll. So, da fährt er rein. Lädt sich jetzt seine 6 Wartbox rauf. Und dann geht's los. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so angenommen wird und was die Leute dann damit anstellen. Vielleicht fahren sie auch als Bauarbeiter selbstständig zu Baustellen. Ob das möglich ist? So, wie kommst du jetzt am besten dahin? Das ist auch interessant zu sehen. Okay. Okay. Und da kommen schon die ersten Kunden. Ah, der hat so einen eigenen internen Parkplatz noch. Ist ja cool. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Fortschritt beim Verkauf des nächsten Autos. Ja, das erste Privat-Pkw. Ivan Romanovich Judachiev. Was macht er jetzt? Fährt auf dem Parkplatz. Nee, fährt erstmal tanken. Ach, die benutzen dann natürlich auch die Tankstellen. Oh, krass, ja. Boah, 220 Liter, das ist ganz ordentlich, was da reinpasst. So, und der hat jetzt einen eigenen reservierten Parkplatz. Der ist stolz wie Bolle, fährt hier an allen vorbei. Okay, das ist sein Parkplatz. So, und jetzt
Hätten wir ihn noch mal weiterverfolgen sollen? Besitzer des Autos hier. 78. Was macht er gerade? Geht. Aha, geht in sein Wohnhaus. Da hinten wohnt er. Oh, das ist aber weit weg von seinem Parkplatz. Hat er noch einen ganz schönen Fußmarsch. So, wir sehen aber, die Zahl der Autos nimmt hier direkt sofort zu. Sehr schön. Also. Da bin ich ja echt gespannt, wie sich das im Stadtbild entwickelt. Interessanterweise sind das jetzt Reservierungen von Privatparkplätzen. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass nur so viele Autos dann auch gekauft werden, wie offene Privatparkplätze es gibt. Also wenn das jetzt quasi alles vergeben ist, dann werden auch keine Autos mehr verkauft. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das System so ist. Ja gut, aber wir haben... Ah, und wenn man jetzt Parkplätze aber zum Beispiel haben will für Berufe... Dann müsste man ja eigentlich diese Reservierung aufheben, ne? Weil, ja gut, also für Arbeitsplätze, ne? Naja, okay, alles klar. Ich meine, da ist es kein Problem, weil das nicht nah genug an Wohnraum ist, denke ich, genau. Aber die Frage ist, wie ist das, wenn es eine Konkurrenz gibt zwischen Parkplätzen für den Arbeitsplatz und quasi den Privatparkplätzen? Kann man die Reservierung irgendwie verhindern? Wir könnten Besitzer zurücksetzen, was auch immer das heißen mag. Aber ansonsten sehe ich das nicht. Das sind ja hier die ersten Erfahrungen, die wir haben mit Privatparkplätzen. Ne? Das muss ich ja erstmal alles einpendeln. So, sehr schön. Der fährt jetzt zu einem anderen Parkplatz. Entweder zum Einkaufen oder zur Arbeit. Aber das geht gut los. Also da unten wird so gut verkauft, dass beim zweiten Autohändler, glaube ich, noch gar keine Autos stehen. Hervorragend. Na gut, also mit der Linie klappt das erstmal so als Notlösung, denke ich, auch hervorragend. Ja, schön, schön. Oh, schaut euch das mal an. Potsdam, ein Teil von Potsdam. Oh, da drüben ist ja auch schon Strom. Hervorragend. Palast der Republik sieht auch schon gut aus. Ach, das wird wirklich die Krönung unserer Republik. Sehr schön. Sehr erfreulich zu sehen. Einiges gelungen, einiges nicht ganz so gelungen wieder. Aber insgesamt haben wir natürlich wieder Fortschritt gemacht. Und dass Potsdam jetzt läuft, das ist vor allem schön. Vor allem, dass auch die Feuerwehr jetzt einsatzfähig ist. Aber ich wiederhole mich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.